Moin, wir starten mit 73 Cent in Tag 4. ich bin übelst gespannt, was es jetzt wird. Der liebe TCG Daddy und Sid hat mir geschrieben gehabt, mein Kooperationspartner. Und ganz verrückt, hat gesagt, mit dem Boosterpreis und dem Gewinn, den du hier erwirtschaftest, das macht so viel Profit, macht kein Händler. Davon gehe ich auch aus. 1,74 € pro Booster-Pack, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr kauft 36 Booster, macht einen Gewinn von 1,74 €. Gut, von dem Gewinn ist das kein richtiger Reingewinn, weil ihr müsst ja noch die Miete etc. pp. Alles noch mit abbezahlen. Und das ist plus, muss ich sagen, ja, Deo ist immer gut. Erstmal der Umsatz, den man einnimmt. Weil man hat nämlich auch immer so einen Tab. Moment, wenn ich den finde. Hier. Da, Rechnungen. Die müsste ich auch langsam mal zahlen, in 5 Tagen. Und da wird zum Beispiel die Miete fällig von 150 € pro Woche ist es dann, glaube ich, in etwa. Ja, das ist aber günstig. 600 € für ein Local. Stromrechnung. Gut, wir haben echt nur diese blöden Lampen hier, die auch gar nicht richtig an sind. So, Stinker, ich hoffe, du hast dir ein Deo gekauft. Die Stinker, die kaufen sich kein Deo. Das ist unglaublich. Zack. Ihr beide spielt. Sehr schön. Es gibt mir nochmal 10 Dollar. 10 Euro. Der kauft bestimmt eine Karte hier. Ja, komm, greif zu. So, moin. Na klar, hat er gekauft. Das macht dann 3,43 €. Aber er bezahlt passend. Kleiner Mafioso ist auch dabei. 1,50 €. Ups, dann lass schon rein. Boah. Was macht der mit so viel Sprühflaschen? Vielleicht braucht er das für seine Haare. 174 €. Du kannst jederzeit sehr, sehr gerne wiederkommen. Das heißt, boah, wir müssen einkaufen gleich. Die Sprühflaschen sind alles. Sind die so gut? Komm. Dann nehmen wir mal ein paar mit. Booster Packs brauchen wir eh neue. Ja, das Bild, ich muss das 300 € bezahlen für die Lizenzen. Möchte ich aber gerade nicht, weil es ist mir too much gerade eben. Machen es mal so und dann sind wir. Ui. Genau. Zackalacka, Backer. Du willst bezahlen. 1,50 €, sehr gerne. Ich habe es die Preise halt, wie gesagt, so angepasst, dass ich dauernd die 1, 2 Cent Stücke rausgeben muss. Das ist voll nervig. 14,80 €, sehr gerne. Deo kommt gleich. Achso, 2,39 €. 1, 2, 3, 4, zack. Jetzt holen wir die heiße Ware hier rein. Chakalaka, los geht's. Ich würde auch sehr gerne noch irgendwie wie so eine Art Lager haben wollen. Ich glaube, dass es später möglich ist, noch ein Lager zu bekommen. Weil das würde ich sehr, sehr praktisch finden. Weil dann kann ich schon mal große Massenbestellungen machen. Und würde Versandkosten noch mit sparen. Okay. Vielleicht machen wir mal ein paar Päckchen wieder auf, oder? Können wir unseren Tresen noch ein bisschen auffüllen? Also unseren. Nennt man das Tresen? Ich weiß es gar nicht. So, dich werfen wir erstmal da hinten hin. Zack. Ach, die will bezahlen. Wenn wir einmal Packs aufmachen und dann. Was sind das? Bestimmt eine. Oh! 16 € gerade, sehr cool. Ich habe mir die Preise jetzt echt nicht gemerkt. Mittlerweile sind auch ein paar Tage vergangen. Ich war in der Zwischenzeit auf einem Local Tournament gewesen in Hof. Hat übelsten Spaß gemacht, war richtig cool. Ja, und jetzt seit, ich glaube, 5 Tagen oder so bin ich mal wieder dabei. Habe jetzt auch endlich mein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ich es schon vorhin erzählt habe in einem anderen Video. Aber jetzt wollen wir einen schönen Karte ziehen. Da brauchen wir so jetzt eine 100 €, 200 € Karte. Das wäre ganz cool.
Und Karten öffnen macht hier auch Erfahrungspunkte, das ist ja krass. Ich finde es irgendwie entspannter, mich auf die Booster zu verkaufen, zu konzentrieren. Ich kann zwar den, ich kann es auch permanent Karten öffnen, steigen ein Level schnell auf. Gehe ich mal davon aus. Und muss dann dort diese Verkaufstische auffüllen und so. Ey, das ist richtig gut hier. Wow. Das war ein gutes Päckchen. Das ist echt gut. Auf jeden Fall ein bisschen was für die Seite. Ich glaube, umso besser die Päckchen sind, umso besser, also umso mehr Erfahrung kriegt man auch. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. So. Ja, ansonsten denkt mal dran, am Sonntag kommt der neue Vlog raus. Das heißt, oh Gott, den muss ich auch noch machen. Da könnt ihr auch bis dahin an einem Giveaway teilnehmen. Da gibt es Halloween-Booster zu gewinnen. Ich glaube, die einzige Bedingung war, den ersten Vlog zu kommentieren. Das war echt nicht viel. Ich glaube, fünf Giveaways waren das gewesen, die ich mache. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich würde es cool finden. Boah, geil. Die Dinger gehen echt was. Ich würde es cool finden, wenn immer ein paar neue und ein paar ältere Abonnenten, also die Giveaways bekommen. Also so eine gesunde Mischung von beiden. Genau, müssen wir schauen. Das heißt irgendwie, boah, keine Ahnung, Vlog Woche 39 oder so. So, okay, machen wir was auf. Boah, wir sind ja fast leer hier. Na komm, wir gönnen uns mal noch 8 Päckchen. Gehen wir mal kurz zu unserem Hop. Zu unserem Stand hier, das sehen wir alles. Ist mittlerweile auch nachts, nachmittags um 3. Aber ich finde es cool, wenn viele Leute in meinem Laden spielen. Das ist mir lieber als nur verkaufen. In der Realität ist halt leider so, du nimmst durch Spieler, die zum Spielen kommen, kein Geld ein. So wüsste ich jedenfalls nicht, dass es da irgendwie eine Gebühr gibt oder irgendwas. Aber für den Charakter, für den Laden finde ich das sehr schön. Würde ich das übelst cool finden, wenn ich meinen Laden hätte, wovon ich jetzt überhaupt nicht ausgehe. Und dann übelst, dass es einfach eine Community ist, die sich da trifft und auch wirklich spielt. Unabhängig von meinem Business zum Beispiel auch. Das wäre auch okay. Ich würde gerne die Lizenzen kaufen für die neuen Booster. Aber die kosten 300 Euro und dann wären wir wieder auf 0 Euro am nächsten Tag. Ist irgendwie nicht so schön, jeden Tag mit 1 Euro oder weniger zu starten. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich kann mich vorstellen, dass wir jetzt heute noch so viel Gewinn machen. Jetzt ist es 4 Uhr nachmittags. Ui! Wer bist du denn? Schön, 110 Euro Karte. Das ist doch mal klasse. Wird sofort verkauft. Marktpreis, erstmal die 19 Euro Karte rein. Zack. Ey. Och, die kaufen echt alle Karten hier. Wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, die zum Marktpreis zu verkaufen. Das ist irgendwie. Auch bei Card Market, ey, wenn die Karte jetzt 50 Cent teurer ist oder so oder günstiger, das verändert mein Leben nicht, sag ich mir jedes Mal. Und dann stehe ich die da rein. Also da mache ich echt auch. Das ist mir Jacke wie Hose. So. Dann müssen wir noch kurz warten. Ich stelle noch neue Karten rein hier. Die warten bestimmt. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt, wenn ich die Deo-Flaschen anbiete oder angeboten habe, ob meine Kunden dann zufriedener sind oder ob es wirklich jetzt darum geht, auch die Wartezeit an der Kasse zu verkürzen, ob das auch die Kunden beeinflusst. Ich komme. Tschück. So, moin. 5 Euro. 46. Bam, 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 bam. Aber mit Karte. Karte finde ich super. Passend. Kann man es auch einführen, dass man nur. Nee. Dass man nur EC-Kartenzahlung akzeptiert? Das würde mich auch mal interessieren. So. Du bist traurig. Oh, die hat zwei Booster gekauft. Niemand spielt mit ihr. Okay. Der Stinker kommt rein. Hier stehen die Deo-Flaschen. Kann ich die auf ihn sprühen? Das geht!
wusste ich gar nicht. Aha! Kann ich die ablegen? Ach, schläg sie einfach wieder rein, dann kann ich sie wieder verkaufen. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist ja interessant. Stinker, deine letzten Tage sind gezählt. Da renne ich jetzt die ganze Zeit mit einer Spraydose rum. Geil! So, 33,3. Ups. 30. Bitteschön. Ah, wir könnten die Lizenzen theoretisch kaufen. Wollen wir es machen? Na. Das gefällt mir nicht. Wie viel Gewinn machen wir bei so einem Deo? 2 Euro, das ist gut. Kartensleeves machen wir 1,88 Euro. Da haben wir aber noch genug. Ich will lieber schon mal Deo holen. Oder mein Licht wäre auch cool. Ich spiele einen Gengar hier. Oder wollen wir noch anbauen? Ich würde auch gerne noch anbauen. Was machst du? Geil! Der ist hier reingekommen. Oh, das sind seine Handkarten. Alles klar, Spiel gegen dich. Jetzt verliert er anscheinend trotzdem. Das ist ja echt witzig. Aber gut, dass hier 5 Leute da sind zum Spielen. Oh Gott, der Tag ist gleich wieder vorbei. Machen wir noch irgendwas? Ciao, ciao. Kauf noch was, kauf noch was. Ja, da kommen noch ein paar Leute. Ich habe noch meine Sidequest. Ich müsste eigentlich noch mal einkaufen. Aber ich brauche noch ein neues Regal. Ah, soll ich es machen? 300 Euro? Ich mach's einfach, komm. Wir sind ein experimenteller YouTube-Kanal, sag ich jetzt einfach mal. Gut. So, wenn wir die 100-Euro-Karte verkaufen, können wir noch schön Packs dazu nehmen von dem Set. Ich trinke mal noch kurz einen Schluck. Ich weiß nicht, ob die Zwischenphasen normal sind. Ich glaube, wir sind jetzt Level 6. Diese Zwischenphasen, wo jetzt nichts passiert, wo ich einfach nur hier stehe. Ich gehe mal davon aus, dass die bald, kommst du auch noch rein? Dass die bald der Vergangenheit angehören. Haben dann bestimmt übelst viel zu tun hat mit Einräumen und irgendwelche Sachen machen. Ich habe auch gesehen, man kann Angestellte haben. Manchmal mal so, dann kann man ein bisschen schauen. Wo ist das hier? Und zwar rekrutieren. Der ist halt normal, hat normale Geschwindigkeit, der ist langsam, bla bla bla. 400 Euro am Tag. 500 Euro, krass. Wir kriegen gerade Erfahrungspunkte nebenbei, sehr schön. Kunststudium abgeschlossen, ist da schon eine Weile Zeit zum Arbeiten. Weil ich Zeit zum Arbeiten habe. Ey, es tut mir leid, aber Kunststudium ist halt auch echt. Wie soll ich sagen? Das ist so ein Running Gag mit dem Kunststudium. 7 Euro nehmen wir an. Passend bitte. Genau. Das habe ich gefühlt. Oh, die kaufen alle sogar. Oh. Geil. Dann können wir theoretisch nächsten Tag fast. Ich muss mir das noch überlegen. Mit den neuen Boostern starten. Oh. Jetzt geht's aber los hier. 1, 2, 3, 4. Zack. Und du kaufst die 100 Euro Karte. Ah, schade. Aber auch mit Karte bezahlen finde ich super. So, es ist 9 Uhr, das heißt, wir kriegen kein Geld vom nächsten Tag rein. Ergo, nehmen wir 2 mit. Jetzt sind wir bei 178. Wie viel kostet nochmal das hier? Einer müsste noch gehen, oder? Ah, nein. 8 Euro Liefergebühren. 6 Euro Liefergebühren. Ah, pro Produkt. Pro Produkt. Ah. Aha. Pass mal auf. Wir machen jetzt noch so, wir räumen die Bestellung ein für den nächsten Tag. Und dann. Ach, Schande, oh Stepp. Ich brauche ja quasi. Oh,
das war dumm. Ich brauche einen neuen Laden. Warte mal. Ihr kommt hier rein. Ich mache euch zu, ich stelle euch mal hier hin. Dann tue ich jetzt nämlich einfach hier den neuen Booster hin. Geht das? Ja. Oder kann man doch mehrere auf einmal in. Hä? Also, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt noch nicht off-stream gespielt. Kann man doch mehrere auf einmal reinstellen? Ich habe immer gedacht, es muss alles das Gleiche sein. Weil da könnte ich jetzt theoretisch da links oben ja noch die Deo-Dosen hinstellen. Das ist ja interessant. Das würde einiges verändern. Das geht? Oh Gott, bin ich dumm. Ach Mann, naja. So, Marktpreis 2,46 € Gewinn, 5,20 € 5 Euro. 20, ja, ich will diese Centbeträge weg haben. 99, genau. Sehr gut. Füllen wir nochmal auf. Ach, hier fehlt der Preis. Okay, das war's mit Tag Nummer 4, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's schön gut. Ciao, ciao.